Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, und zwar Nova Drift. Dieses wunderschöne Spiel habe ich von den Entwicklern erhalten, um es euch mal vorstellen zu können. Und ja, es ist ein sehr interessantes Spiel, aber wir schauen uns das mal genauer an, wenn wir drin sind. Es ist eigentlich eher so ein Minispiel für so zwischendurch, aber es kommt einem vielleicht an einem sehr bekannten Klassiker bekannt, also einem bekannt vor. Aber spielen wir einfach mal. Schauen wir uns das einfach mal an. Ich habe selber noch nicht ausprobiert. Endless Mode, aha. Keinerlei Ahnung. Okay, also wir haben hier so einen Flieger, ja. Und wir können hier Schub geben. Und schießen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt so einen richtigen schönen Klassiker, der genau so aufgebaut ist, ja. Oh, da wurden wir getroffen. Ah, jetzt können wir upgraden. Flag Split Railgun. Boah, der sitzt. Oh. Ach, man kann auf der einen Seite rein und wieder raus. Okay. Wow. Boah, alter Schwede. Temporal, Halo, okay. Nimm mal das hier. Rückwärtsgang wäre geil. Gesaugt. Ach, ich glaube, das soll so sein. Wow! Wow. Oh. Ah! Wow, die Feuerflammen sind übel. Wow. Oh, voll durch das Ding da. So ein Upgrade. Body Assault. Mehr. Ah, okay. Schneller schießen. Schneller schießen ist gut. Die Waffe als Maschine. Als. Oh, Endgegner. Wow! Das ist ja noch ein Upgrade hier. Was haben wir denn? Blastradius. Mehr Schildpower. 50% schnellere Feuerrate. Was ist das? Da kommt so ein Riesenplanet. Wam! Explodiert. Meine Stimme versagt. Wie gesagt, ich bin immer noch krank. Das ist voll blöd. So. Jetzt soll es wieder gehen. Schlimm! Schlimm, schlimm, schlimm. Ach, guck mal, hier sind so Riesenwürmer. Ah, mitten durch! Okay. Ist das ätzend. Aber ich bin froh. Da guck mal, hier kann ich die Waffenart ändern. Schild. So flackmäßig. Ich finde die Waffe, die wir jetzt haben, gar nicht so schlecht. Zwei Waffenprojektile mehr. Das finde ich gut.
So Schusswaffen, also so Raketen, die auf uns schießen, können wir auch abknallen. Okay. Boah, ihre... Wow, was ist das für ein... Oh, der hält ein bisschen was aus. Boah! Was eine Explosion! Target! Hui! Wie das explodiert! Alter! Guck mal, passive Regenerationsrate. Wow! Ja, die hatten wir schon mal. Boah, das ist krass, wie viel Level up man hat. Ah, okay, also das ist wirklich Change Gear, ne? Sprich, so Waffen wechseln und so. Aber das will ich nicht. Lieber Sachen, die uns stärker machen. Oh. Alter Schwede. Wieder ein Level up. Boah, Alter, ist das krass. Meine Stimme versagt gerade voll. Das ist unglaublich. Es tut mir auch voll leid, aber ich kann es nicht ändern. 25% schneller. Ja, weiß nicht. Homing Strike. Sehr voll geil, das Spiel. Das macht voll Bock, ey. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Oh! Was kommt da? Da kommt was Großes auf uns zu. Oh, irgendwas, was mir Schaden macht oder so, ne? Lol. Was ist das oder wie? Krass, das war's?
Das geht ja schnell. Und wenn man jetzt mal schaut, ja, wir können hier bei die Scores, also unsere Werte. Jetzt mal, warte, bei Settings guckt und auf Steam Scores geht. Das seht ihr jetzt leider nicht. Ja, da müsst ihr dann mal ausprobieren. Da ist einer, der hat 2 Millionen Scores. Das ist so übel. Gut, im Endless Mode. Weiß nicht, was genau das bedeutet, aber vielleicht geht es dann auch weiter, wenn man stirbt, keine Ahnung. Wir hatten jetzt aber nicht mal 10.000. Wie krass ist das denn, oder? Wollen wir noch? Komm, eine Runde machen wir noch. Können ja uns mal hier diesen Endless Score Bonus 25% plus. Aha. Erfahrung 5% mehr. Okay, es geht weiter, wenn man den Endgegner gepackt hat. Und das hier sind die verschiedenen Challenge Modes. Ich spiele mal einfach nochmal. Haben wir jetzt leider ja den Endgegner nicht geschafft. Das war ein bisschen schade. So. Also, was machen wir? Man muss halt ein bisschen vielleicht besser überlegen, was man macht. Split Shot Damage 20. 3 Projektile, 1 Projektil. Und nicht so oft Waffen wechseln, ne? Damage 22. Split schon in Damage 20. Oh, hier, das hier macht 45, aber da kommt nur ein. Rate of Fire ist 2 Sekunden. Hier 7,5. 10 Sekunden. Ist jetzt die Frage, ne? Split Shot war eigentlich ziemlich geil, gell, Torrin? 10 Schaden pro Sekunde, 7 Schaden pro Sekunde, 2 Schaden. Ne, 2 Schuss pro Sekunde, 7, 10. Also, das wäre am schnellsten. 22 Schaden ist ja auch nicht gerade wenig. Das macht aber 45 Schaden. Ist aber. Ja, mal, probieren wir mal das hier aus. Ah, das sind die dann, okay. Ah, die verfolgen auch so ein bisschen, oder? Eigentlich gar nicht so schlecht. Weil das lädt wieder auf. Seht ihr da unten, das lädt wieder auf. Okay, aber das kann man wahrscheinlich dann auch upgraden sozusagen, ne? Reflect. Halo, was ist das? Press B für Reroll. Ach so, man kann auch andere Sachen bekommen. Das ist mal so ein Schild oder so. Au. Scheiße. Fuck. Das sind also blöde Felsen hier. Ja, toll. Das war ein kurzes Spiel. Scheiße. Warum haben wir da jetzt so drin gehauen? Das gibt's ja nicht. Okay, probieren wir einfach nochmal. So, aber die Waffe war ganz geil, gell? Nehmen wir die wieder? Oh, guck mal, jetzt haben wir eine Railgun. Ach so, aha. So ist auch zufällig was als Startwaffe. Aber nehmen wir hier die, wieder die hier, oder? Ah nee, das ist die Gun.
Das ist immer eine interessante Waffe. Ich glaube, dass die ziemlich einfach ist. Also, gut. Ja, man muss halt nur immer aufpassen, dass... Ja gut, das hier ist jetzt blöd, ne? Man muss halt relativ nah an den Gegner ran, das ist halt das, ne? Auf der richtigen Seite ist das eigentlich echt geil. So, was haben wir hier? Rate of Fire. Minus 15% Projektil Spread und 15% mehr Velocity. City. 200% plus Waffendamage. Okay. Und wir nehmen das hier. Wow! Wieder Level up. Was nehmen wir denn? Gibt so viel. 15% schnellere Schuss. Hm, noch schneller macht, glaube ich, nicht viel Sinn. Guck mal hier. Projektilgröße wird erhöht. Waffenschaden wird erhöht. Blast Radius wird erhöht. Das klingt gut. Nochmal! Splinter. Na, guck mal, das ist, glaube ich, das verbreitet sich ein bisschen mehr um uns. Aber, Das ist mein Problem. 30% mehr Waffenschaden. 12% mehr. Das ist gut. Aber Raid geht ein bisschen runter, aber ich glaube, das macht nichts. Boah. Schon wieder ein Level. Okay. Das ist halt schon geil, ne? Weil man auch viele Waffen so abfängt. So, so eine Art Zusatzschild irgendwie. Ist voll mega nice. Sowas ist halt unpraktisch, ne? So große Viecher. Wie will man an die drankommen? Wieder Level up. Irre. Guck mal, wir sehen Heilung. Ne? Schaden ist gut. Wieder! Wie geil ist das denn? Ach, rechts sieht man auch den Level, also den
Stand irgendwie. Das ist ein Multiplayer, wäre auch ziemlich nice. Oh, boom. Boom. Geil. So, okay. Drones, Homings. Ah, da haben wir eben gerade das eine. Nur das hier. Wenn wir da so durch... Da kann man praktisch durchfliegen, hä? Wegen der Wucht hier. Geil. Oh! Endgegner! So! Was machen wir? Was ist das? Können wir nochmal Reroll machen? Juggernaut. Schnellerer Schildkühlung, das ist gut. Das Blöde ist halt, wir müssen jetzt hier echt nah ran, ne? Alter, behalt mal da die Kontrolle über dieses Ding hier. Was ist eigentlich, wenn wir ins Innere fliegen? So, wo sind wir denn? Wow. Komm schon, wir haben es fast. Ja! Was ein Knall! Fuck! Wann hat's gemacht? Alter Falter. Oh, nice. Wann! Geil. I like that. So, das ist gut. Du, 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 du.
Boah. Das ist so geil, wenn die explodieren, ey. Ich habe das Gefühl, irgendwie könnte man dann so eine zweite Stufe kommen, aber wir kriegen nie das, wo man dann sagen kann, okay, ja, nehmen wir jetzt die zweite Stufe. So, wir haben immer irgendwas anderes. Das ist voll komisch. Okay, die Dinger sind krass. So, aber echt ein geiles Spiel. Also, kann ich echt nur empfehlen. Ich hätte nicht gedacht. Ich dachte so, ja, was wird das schon für ein Spiel sein? Ja, so ein Minispiel, keine Ahnung, ja. Boah, aber ist schon... 12,50 für das Spiel. Das ist schon stattlich, muss ich sagen. Also da muss man schon voll der Fan von sowas sein. Ich bin's nicht. Ich hätte mir das Spiel jetzt persönlich ehrlich gesagt nicht gekauft, wenn ich... Weil vor allem, wenn ich nicht weiß, was das für ein Spiel ist, ja. Im ersten Moment denkt man so, ja. Was kann das schon für ein krasses Spiel sein? Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Es sind geile Effekte. Die Gegner sind cool. Es macht unglaublich viel Laune. Hätte ich nicht gedacht, dass das so viel Spaß macht. Aber nichtsdestotrotz, 12 Uhr ist halt schon eine Hausnummer, ne, für so ein Spiel. Naja, gut. Liebe Leute, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel denkt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.